So, in den letzten 2000 Jahren haben wir eine bestimmte Art von Christentum erlebt. Und ich denke, dass sich das ändern wird. Und wir müssen die Art, wie christlicher Glaube bisher gelebt wurde, ändern. Denn es funktioniert nicht mehr so, dass wir uns vorstellen, dass Gott gegenständlich ist und dass wir gegenständlich sind. So dass wir also uns vorstellen, da draußen ist ein Gott und den beten wir an und der ist getrennt von uns und der beurteilt uns und beurteilt und verurteilt uns und steckt die einen in die Hölle und die anderen in den Himmel. Zwar wurde darüber lange nicht mehr direkt so geredet im Gottesdienst, soweit ich das gehört habe. Bei vielen Pastoren, die reden um den heißen Brei ein bisschen herum, aber sie haben kein anderes Konzept anzubieten. Das Konzept, was wir brauchen, ist im Osten bereits bekannt als Non-Duality oder Advaita. Und wer das innere Erwachen erlebt hat, den Geist der Einheit, der kann es auch im Johannesevangelium finden, in anderen Evangelien, zum Beispiel die Geschichte von der Perle im Acker, die ein Bauer findet. Der verkauft alles andere und besorgt sich, kauft den Acker und nimmt die Perle und das ist sein ganzer Schatz. Was bedeutet die Perle bei Jesus? Wovon redet Jesus eigentlich in seinen Gleichnissen, wenn er vom Himmelreich redet? Und dazu müssen wir erstmal uns klar machen, wenn Gott nicht gegenständlich ist, was ist er dann? Gott ist unendlich. Wenn Gott unendlich ist, wo bist du dann? In welchem Verhältnis stehst du als Christ, als Mensch zu Gott? Und die Antwort lautet, wenn Gott wirklich ist und er unendlich ist, dann musst du Teil von Gott sein, wenn du existierst. Und wenn du nicht existierst, dann bist du scheinbar außerhalb von Gott. Und Gott ist Leben, das heißt, alles Leben muss Teil von Gott sein. Und das schließt auch den Sünder ein. Darum sagt Jesus, die Guten und die Schlechten, auf die lässt Jesus seine, auf die lässt Gott seine Sonne scheinen. Gott richtet also nicht. Gott als Richter ist auch ein christlicher Mythos von Paulus eingeführt, auch von Jesus selbst, zumindest von ihm in den Mund gelegt, dass Gott am Ende die Bösen von den Guten scheiden wird. Was auf jeden Fall immer zu passiert in dieser Welt und auch danach ist, dass es eine Trennung gibt zwischen jenen, die aufwachen und jenen, die weiter schlafen wollen. Und wir sind schon sehr oft hier gewesen. Also das Leben nach dem Tode, das findet praktisch jetzt statt. Wir sind schon viele Male hier gewesen. Also der Osten hat recht mit seiner Idee von der Reinkarnation oder zumindest von dem fortdauernden Leben. Und solange wir uns nicht für den Himmel und für Gott entscheiden und für die Einheit, für das Erwachen, für die Liebe und die Vergebung, werden wir hier in diesem Zirkel der Wiedergeburt oder der Raumzeit bleiben. Und wir werden uns die Lehren von Jesus anhören und werden sie ganz nett finden und werden an Jesus als Erlöser glauben und hoffen, dass er uns erlöst, aber wir werden seiner Lehre nicht folgen. Und das ist das, was bisher oft gefehlt hat im Christentum. Jesus anzubeten ist gar nicht notwendig. Was er wirklich möchte, ist, dass wir ihn als Freund akzeptieren und dass wir seine Lehre akzeptieren. Und dass wir erkennen, dass er, wenn er von sich als Menschensohn redet, dass er auch von dir und von mir redet. Dass das Erwachen Christi, das Erwachen Jesu unser Erwachen ist. Und dass wir die Schritte, die er beschreibt oder die er gegangen ist, selbst gehen müssen, um erwacht zu sein. Unser Erwachen ist nicht automatisch. Das ist spirituelle Arbeit, die wir machen müssen. Und wenn wir das tun, dann wird sich das Christentum auch erneuern. Dann werden wir aus der Erfahrung heraus von der Liebe Gottes sprechen. Danke fürs Zuhören.